Hallo, ich bin Florian Hacke. Und Genossen, das müsst ihr zugeben, im Nichtskönnen sind wir Weltspitze. Da sind wir nicht einzuholen. Ja, ich bin Aline Staskowiak. Das gehört in jeden Kopf, die Geschichte Deutschlands oder eben der DDR und der BRD. Wer da nicht Bescheid weiß, ich weiß nicht. Also, das sollte jeder wissen, wie, wo es die Butter zu kaufen gibt. Und wenn dieses Stück dazu beitragen kann, dass Schüler sich damit auseinandersetzen und sich ja erstmal auf sehr angenehme Art und Weise ein bisschen damit da herangeführt werden und das so kennenlernen, ist das doch eine ganz gute Sache. Also ich finde das heute nicht mehr so stark spürbar. Also mir begegnet das nicht im täglichen Leben irgendwie. Bei älteren Generationen, da gibt es schon noch also eher Berührungsängste, dass sie nicht wissen, was eigentlich der Ossi, wie der so ist. Ich habe als Wessi dann von 99 bis 2003 in Rostock gelebt, also auch im Osten, da studiert. Da gab es sicherlich eine andere Mentalität. Aber sie wollen es auch nicht wirklich kennenlernen. Also, und das gibt es auf beiden Seiten, das habe ich selber schon erlebt. So, das stimmt, habe ich auch schon erlebt. Dass diese Vorurteile existieren, aber sie bauen sie auch nicht ab. Wenn es in der Kantine Jägerschnitzel gibt, also so panierte Wurstscheiben, dann sagen vornehmlich die aus dem Westen, geht, mag ich nicht essen. Und manche aus dem Osten sagen, okay, lecker, Jägerschnitzel. Ja. Oder so Nudeln mit also Spirelli mit so Wurstsoße. Mit so Blockwurst drin, ne? Ja, mag ich eigentlich schon. Lecker. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, gerade eben, weil ich diese Wende so deutlich mitbekommen habe. Es war für uns als Kinder, fand ich das überhaupt nicht schlimm. Es war, natürlich, wir waren alle bei den Pionieren oder fast alle, wenige Ausnahmen gab es, aber wir waren immer alle zusammen, wir haben ganz viel zusammen unternommen, man hatte immer was zu tun. Und das im Gegensatz zu heute, finde ich, da muss man als Eltern, also ich bin auch Mutter, muss man gucken, was man seinen Kindern nachmittags andreht. Ja, es war schon sehr von oben bestimmt, was jeder machen darf und was nicht. Und wie sehr man sich irgendwie da drauf einlässt oder nicht. Und ich bin sehr froh, da drumherum gekommen zu sein. Jesse, du bist das Größte, was mir passiert ist. Die Frau, zu der ich mich bekenne, mit der ich durch mein Leben renne, so Romeo und Julia mäßig, ja? Nur die beknackte Mauer dazwischen. Ich war damals 14, als die Wende war, und für mich war es ein Einbruch in meiner Karriere. Echt? Ja, ich bin nämlich gerade Freundschaftsratsvorsitzende geworden, wenn dir das was sagt. Ich kann mich, obwohl ich wie gesagt 11 war, sehr gut daran erinnern. Und wusste eben auch, wir hatten dann heulende Tanten im Flur stehen, die aus Leipzig kamen. Meine Oma hatte ganz viel Verwandtschaft noch in Erfurt, glaube ich. Und das war eine Riesenzeit irgendwie. Und dann weiß ich noch, wie alle vor diesem Fernseher saßen. Und eigentlich war es eher so ein nicht verstehen können oder, also ehrlich jetzt, also so nicht glauben können, dass das wirklich passiert ist. Nee, das habe ich nicht gedacht. Nee, ich habe mich zu Hause sehr wohl gefühlt, aber ich hatte ja auch keinen Vergleich. Das klingt wie ein Klischee. Also meine Mutter hatte eine Freundin in Thüringen irgendwo, glaube ich. Der hat sie regelmäßig Pakete geschickt mit Kinderkleidung, Kaffee und das ganze Klischee, was man heute, worüber man so ein bisschen lacht. Das habe ich immer mit beobachtet und dachte so, komisch, wieso kauft die sich ihren Kaffee nicht selber? Ich finde, wenn man über schreckliche Dinge lachen kann, ist das eigentlich sehr gesund und ganz gut. Und schlimmer wäre es jetzt so Betroffenheit, Theater, oh, wie schlimm war das alles. Das erzählt sich, glaube ich, durch einzelne Momente. Auch in Filmen wie Sonnenallee, der ja vom gleichen Autor ist, wird das eher so als latentes
als latente Gefahr so ein bisschen im Hintergrund miterzählt. Und das finde ich eigentlich angenehmer. Man darf natürlich nicht wirklich den Hintergrund vergessen. Also, nee. Dass es wirklich Menschen gab, die da unglaublich drunter gelitten haben. Und die umgekommen sind. Ja, die sich selber auch das Leben genommen haben, weil sie nichts mehr durften, nichts mehr konnten und eigentlich so eine Ausweglosigkeit dadurch erfahren haben. Ja, also ich glaube wirklich einfach am besten durch den Kontakt von Mensch zu Mensch, dass man einfach Berührungsängste abbaut. Und ich finde dich ja auch nett jetzt. Also. Jetzt? Nö, schon. Okay, jedenfalls, würde ich sagen. Also, okay.